Ja, hallo an alle Zivilschützer und Zivilschützerinnen. Wenn Sie sich fragen, wenn ihr euch fragt, was machen die Zivilschützer gerade, wir haben heute die Antworten für euch. Wir haben unsere Zivilschützer besucht in Großenzersdorf und wir haben sie besucht in Baden. Ja, wir haben jetzt die große Ehre, unseren Zivilschutzbeauftragten von Groß-Enzersdorf vor der Kamera zu haben, Gerhard Baumann. Meine Frage an dich, Gerhard, ist in erster Linie, wie ist euer Team? Ja? Welche Tätigkeiten hat euer Team auch schon vor dieser Corona-Krise gemacht? Und vor allem, was beschäftigt euch jetzt als Zivilschutzteam? Ja, mein Name ist Baumann Gerhard, ich bin Zivilschutzbeauftragter von Groß-Enzersdorf. Und das jetzt seit 4 Jahren. Und ja, seit 2 Jahren befinden wir uns ja in der Pandemie, oder 1,5 Jahre sind es jetzt, wo also viele Herausforderungen auf uns zugekommen sind. War es vorher so, dass wir eher so verschiedene Infoveranstaltungen gemacht haben, beim Gesundheitstag zum Beispiel, oder bei verschiedenen Festen haben wir einen Stand gehabt, wo wir versucht haben, auch die Leute auf das Thema Vorratshaltung und so weiter aufmerksam zu machen. Ist es seit dieser Pandemie ist natürlich anders. Es hat dann begonnen, dass wir Einkaufsdienste und Apothekendienste organisiert haben. Da waren relativ viele Freiwillige, die sich gemeldet haben. Ich habe da ein eigenes Büro von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen, inklusive dem Handy. Und habe halt versucht, das so weit einzuteilen, dass also alle diese Dienste abgearbeitet werden können. Und so ist es dann weitergegangen. Wenig später war es dann so, dass wir auf diese Teststraßen jetzt auch helfen. In der Zwischenzeit ist auch so, dass die Impfstraße Groß-Enzersdorf bei uns angefragt hat, wo wir auch in der Zwischenzeit tätig sind. Und nichtsdestotrotz versuchen wir auch die normalen Tätigkeiten weiterzumachen, also Katastrophenschutzplan, Ausarbeitung, fertig machen. Gleichzeitig natürlich auch Blackout-Katastrophenschutzplan ist ein Sonderplan. Und das alles sozusagen ist unsere Tätigkeit momentan. Was wir auch noch gehabt haben, das habe ich ganz irgendwie gar nicht mehr gedacht. Es war so seit einem Monat mache ich das leider nicht mehr. Es war aber auch sehr schön, weil in Altersheimort haben wir auch die Begrüßungsdienste gemacht und geschaut, also beim Reinkommen, Fiebermessen und so weiter. Und zusätzlich auch seit 1,5 Jahren, seit der Pandemie, sind wir bei den Blutspendeaktionen auch und helfen dort. Blutspendeaktion, das heißt, dort sitzen wir einerseits, fragen wir eben die Leute ab, wir tun Fiebermessen, wir geben hinten Getränke aus, also alles, was dazugehört. Und eigentlich ist das Ganze ein Selbstläufer in der Zwischenzeit. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Gemeinde? Ja, die Zusammenarbeit von der Gemeinde und dem Zivilschutzteam ist wirklich großartig. Es ist insofern schon, dass die Gemeinde eben von Haus aus uns alles zur Verfügung gestellt hat, was wir brauchen. Das heißt, vom Büro angefangen, über Laptop, über Handy, damit wir wirklich diesen Dienst auch ausführen dürfen können. Und auch so, also wir werden von der Gemeinde unterstützt bei der Einteilung von den Helfern. Es sind wirklich sehr viele Helfer, was in der Zwischenzeit aus vielen Gemeinden gemeldet haben. Ja, und das ist eigentlich auch meine Aufgabe als Zivilschutzbeauftragter, dass wir einerseits die Einteilung machen. Wir haben 3 Mal in der Woche offen, Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Und für diese Zeit brauchen wir praktisch mindestens 15 Helfer. Und auch das ist unsere Aufgabe, die einzuteilen, immer gemeinsam mit der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde bereitet eigentlich alles rundherum vor und wir können dann wirklich auf eine perfekte Infrastruktur zurückgreifen. Wie in so vielen Gemeinden in Niederösterreich arbeitet auch hier die Gemeindeführung bei der Teststraße mit. Und in unserem Fall hier in Groß-Enzersdorf ist es die Frau Bürgermeister, die auch hier Dienst macht. Und wir freuen uns jetzt auf Ihr Statement. Herzlich willkommen hier im Hotel am Sachsengang in der permanenten Teststraße der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf. Es freut mich ganz besonders, dass wir es geschafft haben, für unsere Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort eine Teststraße einzurichten. Natürlich auch in Zusammenarbeit und in der guten Kooperation mit dem Zivilschutzverband der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf. Und für mich als Bürgermeisterin und auch alle Stadt- und Gemeinderäte ist es natürlich eine ganz besondere Aufgabe, auch hier tätig zu sein und hier mitzuhelfen für die Bürgerinnen und Bürger. Mein Name ist Alfons Weiß, ich bin Bezirkleiter im Bezirk Gensandorf des Zivilschutzverbandes. Wir
sind in Summe da sehr, sehr gut integriert und haben diese Krise auch genutzt, uns entsprechend einzubringen. Ich bin heute hier in Großenzersdorf zum Beispiel bei einer Teststraße, die gemeinsam von der Gemeinde mit dem Zivilschutzverband organisiert wird und unterstützt wird, wo die Helfer koordiniert werden. Das gibt es bei uns im Bezirk in 18 Gemeinden. In Summe pro Woche ungefähr 117 Teststraßen mit ungefähr 22.000 Tests in der Woche. Und da ist ja der Punkt, wo wir teilweise integriert sind, zum Beispiel das Thema Nachschub organisieren für alle Gemeinden. Das läuft bei uns, da hat sich der Zivilschutzverband angetragen. Das wird koordiniert und wird so gemacht, dass wir die Anzahl der Lieferungen minimieren, dass der Overhead da gering ist. Wir sind weiters eingeladen worden von der Bezirkshauptmannschaft, hier in wöchentlichen Sure-Fix-Runden gemeinsam mit Bürgermeistervertretern, mit den Vertretern der Einsatzorganisationen, Rotes Kreuz, Feuerwehr, eben auch Zivilschutzverband, hier die entsprechenden Maßnahmen für den Bezirk zu koordinieren. Wir im Bezirk sind vom Thema Zivilschutz recht gut aufgestellt. Wir haben das Projekt Füreinander Niederösterreich unterstützt, diverse Blutspendeorganisationen unterstützt, sind in Summe jetzt durch diese Krise recht gut ausgelastet. Aber das ist eigentlich das, wofür wir da sind, die Gemeinden, die Bürgermeister und die Bezirkshauptmannschaft zu unterstützen. Und wenn neue Anforderungen an uns herantreten, werden wir die natürlich auch noch mitnehmen und unsere Organisation entsprechend strafen. Bitte schön.